Passagier von politisch linksorientierten, äußerlich vernachlässigten Kiffergesellen ist längst passé. Die Erziehungsmacht zieht sich heute durch alle Berufsstände, alle sozialen Schichten und alle Altersgruppen. Die Sonne scheint, das Leben ist schön und ich sitze hier mit dem Regisseur und dem Hauptdarsteller von dem neuen Film Lombok. Zu meiner Rechten Christian Zübert, Regisseur, und zu meiner Linken Lukas Grigorowitsch, Hauptdarsteller. Hallo, guten Tag. Hallo. Hey. Ich fange mal bei dir an. Film, Debüt, zack, mit so einem Wortmann. Ganz geil eigentlich, oder? Ja, ist nett. Also so manchmal fragt man sich dann auch so, wenn man so mal so das Endziel hatte, mit so 40 Minuten einen Film zu machen und hat ihn jetzt schon gemacht, dann fragt man sich, was man jetzt eigentlich noch so machen soll. So. Also manchmal auch ein bisschen ätzend, aber ich will gar nicht klagen. Und du, erste Hauptrolle, neben Moritz bleibt treu. Kann man auch nicht meckern eigentlich, oder? Nee. Ich bin angekommen, ich muss nichts mehr machen. Was ist mit dir los? Hallo. Ich bin schwarz-weiß. Was bist du? Guck doch mal, ich bin schwarz-weiß. Das ist überhaupt nicht komisch, das ist überhaupt kein Witz, ich bin schwarz-weiß, verdammt, aber das ist überhaupt gar nicht komisch. Er ist schwarz-weiß. Ja. Zero, zero. Ganz klar, kickt mitunter sogar Zeit verzögert. Noch ein paar Fragen stellen? Doch, ne, oder? Ja, selbstverständlich. Pass auf, ich habe ein paar vorformuliert, achtet drauf. Der Film beinhaltet ja ein tabuisiertes Thema, nämlich das Kiffen. Auffallen durch Provokation, fragt man sich da doch. Unbedingt. Also ich bin ja jemand, der auch immer durch Provokation viel auffallen will. Also das ist eigentlich meine Lebensphilosophie. Und das wollte ich in dem Film auch rüberbringen. Aber also ernsthaft gesagt glaube ich, dass Kiffen heute überhaupt nicht mehr provokativ ist, weil es eigentlich sowieso jeder macht. Und das für mich eigentlich mehr so ein Vehikel ist für die Freundschaft von den beiden Jungs. Also so, es geht mir eigentlich auch so, dass ich mittlerweile, wenn ich irgendwie mal was rauche, das gar nicht darum geht, dass man danach irgendwie zu ist oder irgendwie high, sondern weil es halt einfach nur nett ist, halt mit ein paar Freunden oder jemanden, Leuten, die man mag, da zu hocken und halt anzurauchen. Wie viel ist denn in dem Film, was eigentlich von dir ist? Also was bist alles du in dem Film? Also ich würde sagen, in den zwei Hauptfiguren steckt schon ziemlich viel von mir auf jeden Fall. Und auch so die ganze Art und Weise, wie die Jungs halt so drauf sind, ist halt viel jetzt von mir und meinen Freunden, wie wir auch so waren. Also in Würzburg, wo ich aufgewachsen bin, wo der Film auch spielt. Also mehr so, ja, die Art und Weise, wie man so sein Leben angeht und sich so definiert und so. Das ist eigentlich fast ausschließlich autobiografisch. Das ist mein Vater, schnell, der hat den Schlüssel. Hallo Papa. Wie ist es bei dir, Lukas? Wie weit konntest du dich da identifizieren? Ich weiß nicht, also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich jetzt Christians alter Ego sein soll. In dem ganzen Ding. Aber Lukas ist eigentlich schon so. Lukas denkt immer nur, er wäre viel intellektueller und künstlerischer als ich. Aber eigentlich ist er einfach nur so ein Kleinstadtprolet. Ja, stimmt. Stimmt, nichts mit hinzuzufügen. Du weißt, für die größte Kanzlei in der Stadt. Kollmann, ja, kenne ich, klar, natürlich. Ja, vielleicht schaust du mal vorbei. Kollmann kann möglicherweise was für dich tun. Weißt schon, Vitamin B, halbe Miete. Ich kann ja nicht schaden, jetzt schon mal ein bisschen Kontakt zu machen. Stefan, wir sollen das. Was ist denn das? Ich habe hier Karten zu verteilen, darauf stehen Fragen. Da könnt ihr euch ein paar Fragen noch aussuchen, die ich noch nicht gestellt habe. Baywatch habe ich schon. In der Presse gibt es ja immer diese Kevin Smith, Jay and Silent Bob Vergleiche. Das ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Eigentlich nicht. Also, weil, also im Moment finde ich, also aber so in der Zeit, wo dieses Buch schon so entstanden ist, fand ich Kevin Smith irgendwie schon wahnsinnig geil, muss ich sagen. Also war schon echt so für mich auch so die Haupttriebfeder, auch so irgendwie Filme zu machen. Die Schlampe hat ihre Erfahrungen gesammelt und jetzt ist sie reif für deinen langweiligen Comiczeichner auf.
Ich streife hier meinen langweiligen Arsch. Na, das ist doch schon mal ein Trost. Danke, Jay. Wozu hat man Freunde? Nee, also das ist ein Vorwurf, den muss ich mir durchaus gefallen lassen und den finde ich auch okay. Wobei jetzt im Endeffekt Lamborg dann doch ein bisschen anders ist, weil er eigentlich schon viel physischer ist als die meisten. Oder als die ganzen Kevin Smith-Filme, die ich mag. Also Chasing Amy und Clerks sind so meine Lieblingsfilme. Weil ich bei ihm finde, wenn er anfängt so ein bisschen physisch zu werden und so physische Komik zu machen, das klappt dann nicht so. Aber so die ganzen Sachen, wo die Jungs da sitzen und labern, das ist auf jeden Fall sehr inspiriert. Also das muss ich mir schon gefallen lassen. No! Wenn ihr wiederkommt, seid ihr verschwunden, klar? Homo Scheiße! Ficken!